So, hi, hier ist euer Birgit. Keine Ahnung, ob ihr mich hören könnt. Ich will das heute auch ganz kurz machen, aber ich habe euch versprochen, jemanden vorzustellen. Und zwar ist das der hier, der kleine Matzebatze. So, der kleine Matzebatze, ja, das ist mein neuestes Familienmitglied. Und zwar ist das die Mama und den Großen, den ihr da gesehen habt, Simon. Simon, ja. Simon, komm hier. Schorf. Du schöner Junge. So, das ist der Papa. Und weil ich da die beiden gekreuzt habe und das letzte Mal war, habe ich gedacht, ich behalte einfach mal einen für mich. Bin ganz egoistisch, weil ich habe ja auch keine Hunde. Und zwar, das ist die Mama. Die ist eine reinrassige Hungarien-Kuwatsch. Also, ja, Hungarien-Kuwatsch. Ich wollte immer einen haben und ich habe sie von Kanada einfliegen lassen, weil es hier in Amerika nicht so viele davon gibt. Sie ist ein guter Hund, will mich darüber nicht beklagen, obwohl ich mir nicht nochmal einen holen würde. Ich habe sie ganz, ganz so lieb und ich würde sie auch nicht hergeben. Sie beschützt mein Leben gegen alles. Ob das nun die Pferde sind oder Hunde sind oder Katzen sind oder was auch immer. Sie würde ihr Leben für mich geben. Allerdings ist sie sehr, sehr selbstbewusst. So, man muss immer so ein bisschen aufpassen auf sie, wo sie ist, was sie macht, was sie tut. Sie geht besser damit um jetzt. Sie hat so ein kleines Halsband, womit ich sie erreichen kann. Da kann ich piepen oder so. Und dann weiß sie, dass ich irgendwas von ihr will. Das ganz Negative an ihr ist, sie hat das ganze Jahr über. Sie ist niemals wirklich, so, wenn man so sagt, so im Frühjahr, ja, dann haaren die so aus wie der Papa, aber sie hat das ganze Jahr über. So ist ein guter Hund und wenn man irgendwas aus dem Garten haben will, weil wir haben hier manchmal so Waschbären oder auch Kajoten, die dann so meine Hühnchen und meine Enten so fressen wollten, die ich ja nicht mehr habe, aber nicht, weil sie gefressen worden sind, sondern weil ich sie verkauft habe, dann ist das ganz gut, wenn man so einen Hund hat, weil den schickt man raus und der macht das eben alles, ja? Also der passt eben auf alles auf. So viel ist das. Das ist der ganz Kleine, der da immer noch so ein bisschen Mama-abhängig ist. So, dann haben wir meine Ruby und mein Oscar. Und dann haben wir Simon. Simon, komm hier. Simon ist eigentlich, wenn ich am Anfang an, ist ein Newfoundländer. Wenn ich von Anfang an einen Newfoundländer gehabt hätte, ich hätte mir niemals einen anderen Hund geholt. Weil die sind so gelehrig. Ich will nicht sagen, dass andere Hunde nicht gelehrig sind, aber die sind so, die passen eben auf dich auf und die haben dich ganz so lieb und die kuscheln ganz viel und die haaren natürlich auch ganz viel, aber eben nur zweimal im Jahr. Und man muss da eben sehr viel kämmen und da kommen auch ganz viele Haare raus. Aber das ist eigentlich so mein Schmusehund, ja, mit dem ich eben immer so ganz viel schmuse. Der ist so süß. So, den anderen, den ihr hier so rumliegen seht, diesen kleinen Ding da, der da so gerade da so unten liegt und meine Ruby beißt. So, Simon, what do you want it? Good boy. So, hier, Simon geht da hier. Simon, now, Winchester. Komm hier. Der ist hier ein Jahr alt, der Kleine. Der ist ein Jahr alt und das ist ein Hütehund für die Kühe. Und der ist gerade in Ausbildung bei mir, sodass der eben die Kühe dahin treibt, wo ich sie gerne haben würde wollen, weil ich bin kein Cowgirl. So, Kühe können manchmal ganz schön gemein sein und nicht dahin gehen, wo sie sollten. Und der ist gerade in Ausbildung, dass der eben die Kühe dahin bringt, wohin ich sie haben möchte, weil mein anderer Hütehund, das ist übrigens, man sagt dazu Red Heeler, dann habe ich noch einen Blue Heeler und das war meine erste Hündin hier und die wird jetzt so ein bisschen älter und die kann nicht mehr so viel rennen, weil die hat sich mal den Fuß verletzt. Meine Maya, die Biene Maya, komm hier, so, komm hier, ist dein Name Maya, komm hier. Ja, und sie humpelt so ein bisschen und sie ist eigentlich eine ganz tolle Hündin, die hat mir manchmal so viel Arbeit erleichtert, wenn
die Kühe durch den Zaun gegangen sind, die waren draußen. Ich habe sie bloß rausgelassen. Sie wusste ganz genau, was sie zu tun hat und hat sie dann alle wieder alleine reingebracht. So, das sind meine 5 Hunde. Ich habe so ein ganzes Rudel hier, hätte ich mir nie gedacht. Ich habe immer gesagt gehabt, mehr wie 3 Hunde möchte ich nicht haben. Aber manchmal ergibt sich eben Dinge im Leben, die man vorher nicht voraussagen kann. So, und jetzt meine Ruby und der Winchester und der neue Oscar, der noch gar nicht hört und überhaupt nicht hören will, der Meinung ist, er wird von allen verpäppelt, was natürlich auch wahr ist. Und dann haben wir, wie gesagt, den Simon und meine Maya, die ihr jetzt hier nicht sehen könnt, aber gesehen habt. So ganz kurz heute nur. Das nächste Mal werden wir dann in einem Einkaufsladen sein und dann werde ich euch alles so zeigen. Diese großen Unterschiede an Essgewohnheiten und oder an Einkaufsgewohnheiten, weil manchmal denkt man, dass es was Gutes oder was es auch immer ist. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. So, also dann bis zum nächsten Mal und immer schön lächeln. Tschüss.